Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Pokémon Feuerrot Edition. Letztes Mal haben wir ultra lang gebraucht, bis den richtigen Teleporter zu finden und jetzt stehen wir hier vor dem Arsch. Hallo. Was hat dich aufgehalten, Simu 12? Ha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Du bist ein Schwuchtel in violetter Hose, aber ja, ich bin besser geworden. Tauboss. Ich habe das falsche Pokémon genommen. Für am Anfang. Tja. Draconier. Du kannst ja. Geile. Donnerattacke. Flügelschlag wird das Draconier überleben. Tauboss wird den Donnerblitz auch überleben. Ja. Und der Flügelschlag vom Tauboss kommt auf unser Draconier. Ja. Natürlich das Draconier. Na. Ja, ja, ja. Tauboss nicht wahnsinnig stark, schwächer als ausgesehen. Ibitak zum Beispiel ist stärker, habe ich sicher irgendwann schon gesagt. Garados. Jawohl, perfekt für das Draconier. Garados. Wasserflug. Das ist ein 100.000 Millionen prozentiger One-Hit. Donnerblitz. Ja. Arsch, du hast nicht wahnsinnig viel zu bieten für unsere Zuschauer. Also 100.000-prozentige One-Hit. Die Bär ist ein 100.000-prozentige One-Hit. Aber nicht das Garados. Also der Professor Reich. He? Meine Fresse. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Fukano. Was? Kein Arcani? Schlecht und dumm bist du eigentlich. So was ausgesehen hat er ein Initiative-Team. Kann das sein? Arcani. Schnell. Garados. Ist eh noch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Fukano. Also im Ernst. Ich bin 35. Junge. Mies ist ein Arcani. Aha, ja, er hat ja kein... Er kennt halt TM Flammenwurf. Nicht. Bisaflor. Tja, oh, Simsal oder Arcani? Arcani. Bisaflor ist die Schwäche von Bisaflor ist, dass es noch Gift hat. Und da Simsal auch in der ersten Generation ein megas Monster ist. Ist es naheliegend, dass Bisaflor, also das Bisaflor keine Chance hat. Flammenwurf vom Arcani, es trifft natürlich zuerst. Ist auch kein One-Hit, ich hätte es gewusst. Noch, der trifft er. Wir haben ja Pokéflöte zum Glück. Aber gleich, jetzt kann er uns noch einmal... Er macht sicher Egelsamen oder so Scheiß. Aha, komm da her. Pokéflöte. Jedes schlafende Pokémon wird aufgeweckt. Ja, wacht das Pokémon auf, genau. Rasierblatt. Das sieht der blöd aus hier. Was nicht sehr effektiv, nimmt trotzdem huere viel ab. Scheiß. Flammenwurf, weg bist du. So. Ein Simsala. Uiuiuiuiuiuiuiui. Mal schauen, ob wir unser Simsala dagegen haben. Ist bei mir Gedanken gut. Zweimal oder dreimal am Anfang. Weil Gedankengut ist auch gut für die Verteidigung. Und Simsala hat ja nur... Also gut für die Spezialverteidigung. Und Simsala hat ja nur Spezialangriff. Seht sicher, es wird uns auch nichts machen. Vor allem, weil das ganz blöde Wahl war, weil...
unser Spezialangriff und Spezialverteidigung wird noch viel stärker werden. Jetzt macht er so, ein Wichser. Ich bin besser als du. So, hast du gesehen? Sehr getroffen, nichts hat es abgemacht. Spukball, du bist weg. Nach dreimal Gedanken, gut. Auf 100. Okay, jetzt fahrst du auf die Nerven. Herr Arsch. Junge. Wenn ich einmal sage, es ist ein 100%iger One-Hit. Und er es nicht ist und es im gleichen Kampf nochmal sagen wie mit einem anderen Pokémon und es wieder nicht ist, dann bist du einfach ein Wichser. Hast du gehört? Die Bär auch grad. Professor Eich. Oh nein, jetzt habe ich sie... Also 712, ich ziehe dann weiter, wenn du dein, wenn ich den Pokédex erkenne, wie stark deine Pokémon, wie ich entwickle Pokémon Liga gehen und werde die Top 4 ausstechen. Du wirst die Top 4 stechen. Du hure Schwuchtel. Hallo. Oh, du bist kein Rocket, kommst du um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Er hält ein Lapras von Sylph angestellt. Möchtest du den Lapras einen Spitznamen geben? Nein. Lapras. Das fing immer so hure lustig. Die schenken ihm einfach als Lapras hier. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein Schwimmer und kann sich übers Wasser tragen. Die Bär kann die übers Wasser tragen. Oh, kein Schritt weiter. Knoga. Oh, Knoga. Haben wir schon gesehen. Traumato bis. Sehr effektiv. Weg. Schreck zurück. Rocket Rüppel ist weg. Bitte verschone mich! Die Bär verschont dich. Türöffner hat die Tür... Oh. Ah, 712, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich für einmal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder lernst du eine Welt voller Schmerzen kennen. Giovanni. Der Giovanni kommt. Nidorino. Oh, oh, oh. Schwul und schwach. Ja, der Part wird nicht so lang. Um die 12 Minuten, schätze ich. Nur der letzte. Wieder mal über Länge gehabt. 28, ich meine. WTF. Hätte ich sicher auch gedacht. Horn, nein, nicht Hornattacke. Ja, so wenig. Ich habe immer gemeint, Hornattacke ist gut, aber... Ah. So, das wäre so gewesen mit dem Nidorino. Zarkani ist ein Level aufgestiegen. Rihorn. Kess Ritz. Ah ja, das hätte nicht. Es gibt eben nur eine 8. Arena. Und ratet mal, wem die gehört. Mhm. Ah nein, darf ja nicht Speed, wie so ein epischer Kampf. Surfer! Wem gehört echt die 8. Arena? Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Weil die haben wir ja beim ersten. In Vertania City ist die ja zu gewesen, irgendwie. Und wem gehört die echt? Wer ist echt der 8 Arena Leiter? Das wird ja auch schon noch 100 Mal fragen in diesem Let's Play. Aber wer ist es? Schreiben Sie Kommentare. Und natürlich kommt sein Kangama da. Es hätte immer normal gehabt, habe ich gemeint. Darum kommt Kreuzhieb. Mogelhieb. Was? So, Kreuzhieb, so. Volltreffer, auch nicht. He. Aber sehr effektiv. Und darum ist das Kangama weg. Nidoqueen. Artyom. Sollte eigentlich einen Surfer machen. Artyom. So ein blöder Name eigentlich. Weil das Zeugprojekt ja im Moment nicht läuft.
oder abgebrochen ist eigentlich das Metro 2033. Doppelkick. Wie schlecht bist du, Alte? Verschwind wegen Surfer. Komm nie wieder. Der Boss Giovanni. Ah, wieder verloren. 4100 Geld. Verdammter Mist, du hast unser Übernahme der Silfskopf vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Simu 12, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Der Mafia-Boss Giovanni ist weg. Grüß dich. Ich danke dir für die Rettung der Silfskopf. Ich werde niemals vergessen, wie du uns größere Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben, aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Meister, what the hell? Man kann das nirgends raufnehmen, es ist ein streng geheimes Projekt. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ja, von mir aus. Ich glaube, hier kommt das Fluchtseil zu Geld. Ich. Wo ist es denn? Hallo, Fluchtseil. Bots haben wir viele Items. Da, Fluchtseil. 5! So, ihr seht. Kein Team Rocket mehr in Safronia City. Die haben sich verpisst. Wir werden uns heilen. Und als nächstes werden wir mit unserem Simsalat das Kampftool schon, oder haben wir das schon gemacht? Machen Save State. Mal schauen, ob wir das schon gemacht haben. Ja, wir haben es schon gemacht. Dann machen wir nicht das Kampftool schon, sondern die Arena hier. Hey, warte, du Champions! Was? Warte, nochmal lesen. Hey, warte, nee. Hey, warte, du Champion in Spe. Wer weiß, was in Spe heißt? Schreib jetzt bitte einen Kommentar. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal einen Hauch einer Chance. Also gut. Dann sehen wir uns im nächsten Pärtli von Pocky. Feuerrotes Editionli. Versprechen for the win. Hier wird gespeichert. Und das war's für heute. Bis gleich. Euer Simon 12. Tschüss.